Mein Name ist Stefan Andrewitsch, ich bin der Geschäftsführer des gleichnamigen Kunsthandels in Wien. Ich darf Ihnen heute eine Laternenuhr zeigen, die zum Unterschied von den Wanduhren als Bodenstanduhr ausgeführt ist. Bodenstanduhren standen scheinbar auf dem Boden, aber wegen der schwingenden Schiffböden im 19. Jahrhundert, um 1830, als diese Uhr entstanden sind, hat man sie aufgehängt. Das heißt, sie verfügt wie eine Wanduhr auch über eine Aufhängung und schwebte eine Bodenstanduhr in den meisten Fällen 1-2 mm über dem Boden. In diesem Fall handelt es sich um eine mahagonifurnierte Uhr, eine elegante Bodenstanduhr mit Ahornadern, einem Kompensationspendel, einem Messingstahl-Kompensationspendel in einer Schneide gelagert. Die Uhr hat eine Gangdauer von 285 Tagen und einer sehr großen Seiltrommel, Ankergang und Kontragesperr. Interessant am Gehäuse ist, dass das Gewicht unter dem Pendel im Zwischenbrett in einer Öffnung bis zum Boden abläuft, dies wegen der langen Gangdauer. Michael Kaltenbrunner, der Meister, der diese Uhr gefertigt hat, der Wiener Meister, ist 1799 in Josefsdorf, im Kahlenberg, als Sohn eines Hauers geboren, ist 1828 in Gaudensdorf, einem Vorort von Wien, heute der 15. Bezirk, Uhrmachermeister geworden und hat im selben Jahr geheiratet. Sein Trauzeuge war der Nussdorfer Uhrmacher Alois Preising. Seine Frau verstarb 1864 und Michael Kaltenbrunner verstarb nach ihr. Wenn Sie mehr über diese Uhr, die Technik und ihre Geschichte erfahren wollen, dann besuchen Sie uns doch auf unserer Website www.andrewitsch.com.